Design kann Gedankenanstöße liefern für Konsumenten wie auch für Industrien, damit sie besser und achtsamer mit der Welt umgehen. Es geht darum, auch gewisse Denkweisen neu zu hinterfragen. Gefühle von Ekel und Abscheu spielen bei uns eine Rolle. Müssen Gestalter denn immer Objekte gestalten, die auch den Weg in den Alltag finden? Oder reicht es manchmal aus, Objekte zu gestalten, die gewisse Fragen stellen und auf Themen aufmerksam machen, die ansonsten vielleicht zu wenig behandelt werden? When you work in with different industries, then you can find amazing experts on certain fields. But still, I think as a designer, you can influence what they're doing and show them how to use their machines a little bit differently. So for me, there is no good or bad industry. There's just how to change when you're working in it.